Herzlich willkommen zum Medientalk. Jo Gröbel ist hier und ich freue mich drauf. Und ihr hoffentlich auch. Heute probieren wir, Disput herzustellen. Das ist leicht. Der Jo hat etwas Wunderbares gemacht. Der Jo hat auf Facebook ein Bild gepostet von Herrn Nawalny, der unter tragischen Umständen und tatsächlich, ich würde es auch als Folter bezeichnen, langsame Folter, eigentlich noch schlimmer als Folter, ehrlich gesagt kurzfristig so, ist Herr Nawalny gestorben, irgendwo am Polarkreis unter furchtbaren Bedingungen, was man da hört. Und da hat er das Bild gepostet und dann hat er dazu geschrieben, ich weiß den Text nicht mehr ganz genau, sinngemäß ging es darum, so sieht es aus, wenn man nicht mehr offen seine Meinung sagen richtig, darf. Richtig, genau. So. Ja. Dazu habe ich dann drunter geschrieben unter seinem Post, dass das sehe ich ganz genauso und ich sehe das auch, dass Putin, ich sehe es genauso, dass Putin ein Mörder ist, obwohl er das auch nicht selber gemacht hat, aber mit Sicherheit veranlasst hat und jetzt jagt er ja, glaube ich, auch seine Frau und seinen Bruder und so. Das ist das eine, aber ich habe gesagt, die Anfänge davon merke ich auch in Berlin. Und ich habe das auch entsprechend mit vernünftigen Worten besetzt. Das hat, die Worte waren vernünftig, ja. Sie klangen vernünftig. In der Kombination waren sie vielleicht, könnte man sagen, war wieder so eine Nadel. Aber tatsächlich finde ich, dass viele Sachen im Moment in diese Richtung gehen. Und das kann man als übertrieben ansehen. Aber der Hintergrund war so ein bisschen, dass ich wirklich entsetzt bin darüber, was Polizei Grün ist. Dass es das gibt, dass die auch die gleiche Adresse haben wie die Grünen. Und vor allen Dingen habe ich eben am Wochenende, als das auch war, als auch der Jo den Post gemacht hat, habe ich gehört, was ein Mitglied von Polizei Grün sich so vorstellt, was seine Aufgabe ist. Denn er hat gesagt, er ist Polizist, er hat dafür zu sorgen, für Recht und Ordnung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass gerade die guten grünen Ideen, die manche in der Bundesrepublik noch nicht verstanden haben, dass die entsprechend durchgesetzt werden. Das war sein O-Ton. Und ich gebe zu, ich war etwas aufgeladen, weil dass Polizei sich einsetzt dafür, dass Politik durchgesetzt wird, auch gegen den Willen der Bürger, weil sie ja im Recht sind, das haben wir hier schon mal gehabt, mehrfach, im Osten und in Deutschland überhaupt. Und ich sag dir, das hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich das geschrieben. Ja, genau. Da gab es einige Menschen, die dann ein bisschen empört waren. So würde ich sagen, mittelempört, das war nicht sehr empört. Und es gab einen relativ unwichtigen, aber Hamburger Schreiberling, der so ein Tagesjournal, so einen Online-Brief rausbringt, der dann sich einzelne Worte aus meinem Post rausgeklaubt hat, um die gegen mich zu verwenden, im Zusammenhang damit, dass Bauern und irgendwelche, keine Ahnung, AfD-Leute vor dem NDR aufgetaucht sind. Und zweiteres finde ich richtig schlimm. Nicht, dass mich das irgendwie treffen würde, ist mir total wurscht und egal. Aber dass jemand sowas macht, dass er aus einer Unterhaltung, die wir beide in der Öffentlichkeit haben, dass sich Worte raussucht und die dann sozusagen bündelt, ohne Zusammenhang, ohne alles und gegen mich verwendet. Was sagst du dazu? Gut. Ja, letztes habe ich nicht, ich gestehe es, nicht wirklich so in die Tiefe hinein verfolgt. Das ist eine andere Sache. Aber ich finde es tollkühn, mit von der Polizei Grüne heißt die Gruppierung. Ja, ich habe das natürlich auch mal dann endlich mich auch ein wenig vorbereitet. Ich bin noch nicht sehr intensiv auf das Gespräch mir mal angeschaut. Und das ist eine nicht offizielle Gruppierung der Grünen, erst recht keine, die jetzt im Auftrag der Parteiführung oder so unterwegs wäre. So, wie du ja auch nicht ernsthaft, und das hat mich ein bisschen daran erinnert, der Tatsache, dass es auch innerhalb der Polizei genau das die andere Seite des Spektrums gibt. Also Leute, die zum Teil als regelrecht rechtsextrem bezeichnet wird, in Posts sich wirklich auch einer offen nationalsozialistischen Sprache bedienen, wo doch keiner von uns beiden, du und ich vermute ich mal und ich sowieso und auch nicht, sagen würden, naja, also sieh an, die Polizei ist jetzt XYZ. Das ist der erste. Habe ich auch nicht. Nein, also, du hast auch Anfänge. Mir geht es darum, dass ich tatsächlich denke, dass Polizeigrün unter dem grünen Motto an der grünen Adresse mich daran erinnert, und das hat, ich weiß total, dass das überzogen ist, keine Frage, aber das erinnert mich. Und provozieren ist ja gut. Und die Selbstverständlichkeit, mit dem dieser Mensch seine Aufgabe außerhalb der Polizei beschreibt, und ich würde genauso auf der rechten Seite genau das Gleiche sagen, wenn die jetzt bei der AfD im Haus sitzen würden, aber bei der AfD im Haus sitzt keiner. Da sitzen vielleicht Polizisten, aber keine, die sich als Polizei AfD nennen. Aber noch ein für mich noch viel wichtigeres Argument. Das eine ist natürlich, durchsetzen kannst du natürlich so und so interpretieren. Ich will jetzt auf diesen Post und dieses Dings gar nicht eingehen. Nur das Erste hier ist erstmal etwas, was ich sagen würde,
die stehen jetzt nicht, wahrlich nicht für eine, Ideologie der Grünen, dass da irgendwelche geheimen Bünde unterwegs sind, um die Grünen dann letztlich durchzusetzen. Also ganz ehrlich, ich hätte ja manchmal würde ich fast wünschen, Ihnen, ja, nicht mir mehr, ja, und vielleicht auch nicht dem Land, aber dass Sie ein bisschen systematischer manche Sachen machen würden, weil ich glaube, dass wenn Sie etwas beschreibt, dann ist es nicht böse Absicht und Welteroberungs- oder gar oder auch nur Deutschland-Eroberungsfantasien. sicherlich durchsetzen mit manchmal ein bisschen nicht ganz so tollen Mitteln ihre Ideen. Aber der für mich viel entscheidendere Punkt ist der, und das finde ich eben, ich sagte eben tollkühn, das ist tollkühn, die Grünen und ihr Menschenbild und ihr Weltbild gleichzusetzen mit einer, sagen wir was beim Namen nennen, was beim Namen mit einer NSDAP damals, die schon in den 1930 Schlägertrupps losschickte, um Leute wirklich zu vernichten, zum Beispiel auch totzuschlagen, einer Partei, die unterwegs war, um eine, in Anführungszeichen, Rasse, weil das ist ja, die Rasse gibt es ja in dieser Form biologisch gar nicht mal, um die zu vernichten und das auch sehr erfolgreich dann, in Anführungszeichen erfolgreich oder für, aus ihrer Sicht erfolgreich gemacht haben mit 5, 6 Millionen. Also die beiden auch nur in einem Atemzug zu nennen, ich sage es sehr offen, also das erinnert mich an das Jahr irgendwann in den 70er Jahren, ich glaube 70er oder nee, 80er Jahren war es, glaube ich, als wir mal einen Bundestagspräsident Jenninger hatten und der hatte von der Faszination, was war das nochmal, irgendeine Faszination der Hitlers oder was auch immer geschrieben. Und ich weiß natürlich, wie der das gemeint hat, hat sich unglücklich ausgedrückt und wurde aber in einem Atemzug, wieso, was ist daran noch faszinierend? Ja, er hat was beschrieben, wurde dann aber gleich abgesetzt, was man vielleicht überzogen finden konnte. Aber das meine ich, dieses ständige, und das geht mir auf den Sack, nicht bei dir, Entschuldigung, auf den Senkel, das ist, glaube ich, vorhin im Ausformen, dieses ständige Gleichsetzen und Verschieben der Standards, wenn zum Beispiel der Grün anfänge, sagst du, ja, gut, d'accord, wenn dem wirklich so wäre, sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Aber Grüne im Grunde schon ein Schritt in Richtung NSDAP 1930 oder? Nein, nicht. Ja, gut, das, okay. Also ich würde sie nicht in Richtung Nationalsozialisten haben. Ja, aber irgendeiner Gruppierung, die aber jedenfalls... Das sind Grünsozialisten. Ah. Und das, was sie machen ist, und das ist, ich habe ja jemanden, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich habe einen Bekannten, der jetzt bei den Grünen aussteigt, der im Wirtschaftsministerium sitzt und der so frustriert ist darüber, was da passiert, dass er sogar in ein anderes Land geht, weil das seinen Kindern gegenüber nicht mehr verantworten kann, dann schreibt er auch ein Buch darüber. Bundesland oder gleich ganz anderes Land? Anderes Land. Deswegen, weil er sagt, er kann in anderen Ländern, die sind ja alle großartig. Er hat da persönliche Beziehungen, deswegen ist es, glaube ich, für ihn einfacher, aber tatsächlich sagt er kann nur da in Ruhe das Buch schreiben darüber, weil er möchte das gerne aufdecken, weil das nicht geht. Und was er gesagt hat, ganz am Kern ist, Sie sagen selber und Sie sehen sich selber als die Leiter eines großen Experiments, das man nur hier bei uns durchführen kann, weil bei uns die Bedingungen so toll sind. Die Grünen. Die Strategie, aber es gibt also doch die Grünen als solches gar nicht. In den Strategie-Meetings, in der er anwesend war, wird gesprochen davon, dass es natürlich ein Experiment ist. Die Energiewende ist ein Experiment. Und wenn man es nicht hier macht, wo dann? Weil wir stehen ja so gut da. Das sagen die. Und das in Kombination mit dem, was er selber erfahren hat, dadurch, dass er nämlich dieses Thema Windkraft aufgearbeitet hat und das Ding ihm einfach 1,5 Jahre Arbeit mit 42 Leuten, das wurde ihm, das ganze Dossier wurde ihm einfach zurückgegeben und gesagt, das Thema ist durch, das war's. Mhm. Und das hat ihn so frustriert und das hat ihn so erschüttert in seinen Grundwerten, weil die haben echt lange daran gearbeitet und haben festgestellt, dass die Windkraft eben höchstens eine sehr schlechte und sehr umweltunverträgliche Übergangstechnologie ist, die gar nicht funktionieren kann. Das ist das Ergebnis einer großen Studie, will kein Mensch sehen. Und das in Kombination damit, dass sich jemand, der sich selber als Teil der Polizei Grün, und es geht nicht um, ich bin Polizist und wähle Grün, was ganz anderes, es geht um den Begriff Polizei Grün, der bezeichnet sich als das und stellt sich hin und sagt, da muss man eben auch mal gegen das Volk Sachen durchsetzen. Mhm. Und für mich ist das alles, sind das Kleinigkeiten und nein, das ist nicht NSDAP, nein, hier marschieren keine durch die Gegend, nein, hier steht keine Fenster ein. Ich sag nur, aber guck mal, ich sage auch gleichzeitig, diese ganze Politik hat auch dazu geführt, dass sich zum Beispiel viele Menschen und gerade Juden auch in Deutschland nicht mehr so sicher fühlen. Das hat das eine mit dem anderen wieder nichts zu tun. Aber auch das sind Sachen, wo man sagt, wie kann das passieren in der heutigen Zeit? Und dann kommt für mich als eigentlicher Auslöser dafür, für das, was ich geschrieben habe, ich habe mich damit beschäftigt am Wochenende, das Demokratiefördergesetz. Das ist für mich wirklich infam. Und was Frau Faeser und Frau Paus und Herr Haldenwang offiziell sagen, ist für mich absolut und 100% infam.
Das, was die da machen wollen, ist, sie wollen jetzt, also auch, nehmen wir mal die NGOs. Ne? Mhm. Ein NGO heißt ein Non-Government Organization. Diese NGOs, von denen die sprechen und die gefördert werden, 700 Stück sind es für 182 Millionen im Jahr, die man fördern will, um die Demokratie zu fördern. Mhm. Das sind alles GOs. Die sind 100% Government-abhängig und die vertreten 100% die Government-Meinung. Und davon sind gerade mal 17... Also jetzt Government, um das sehr deutlich zu sagen, ja. NGO, das sollte man vielleicht einmal erklären. NGOs sind Leute, Gruppierungen mit einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Überzeugung, mhm. also keine Lobbys, die sind zwar auch Lobbyarbeit, machen eigentlich Lobbyarbeit, ja, aber, ja. Ne, aber erstmal gesellschaftspolitisch unterwegs und bei denen gibt es so solche, die sowohl CDU oder meinetwegen auch AfD oder was auch immer da genau. sind, aber eben genauso gut SPD oder Grünen oder FDP oder was auch immer. Ne? Nur nochmal zur Genau, die von der AfD werden definitiv nicht finanziert mhm. und kriegen gar kein Geld. Mhm. Und auch die CDU hat es zurzeit schwer, das ist bei der mhm. SPD und den Grünen leichter. In diesem Fall ist es so 182 Millionen, davon sind gerade mal also sind 700 Institutionen, über 700 Institutionen, die komplett gefördert werden. Davon sind 17, die sich wenden, für, also die sich dafür einsetzen, dass jüdisches Leben in Deutschland sicher ist. 17, die sich darum kümmern. 17. Und keine von diesen 17 hat den Ansatz, dass man die muslimischen Bestrebungen gegen die Juden angeht. Ist für mich eine Ungerechtigkeit am Rande. Aber Fakt ist, das Demokratiefördergesetz und die Sätze, die sie gesagt haben, ne? Also Herr Haldenwang zum Beispiel hat gesagt, es ist beunruhigend und man muss aufpassen, dass sich Denk- und Sprachmuster rechter Natur nicht etablieren. Mhm. Der Mann will das Denken verbieten. Ist denn der wahnsinnig geworden? Wie kommt er auf die Idee, sowas offiziell zu sagen? Und ich sag mal, das war auch der Grund, warum ich ein bisschen, also wo man sagen muss, ich sehe so viele Sachen, die ich in Geschichte gelernt habe, die gar nicht gehen und die nicht dem Grundgesetz und dem Paragraphen 5 entsprechen und sowas alles, ne? dass ich mich wirklich sorge. Frau Paus hat gesagt, der Hass im Netz muss verfolgt werden. Okay, bin ich dafür. Und dann sagt sie, aber auch wenn es, also auch Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, Sachen, die nicht illegal sind, sollen plötzlich verfolgt werden. Mhm. Ist die verrückt geworden? Ja, also nochmal. Also, sagt sie so. Das ist, nein, nochmal. Also ich bin jetzt wahrlich nicht deren Verteidiger und ja. finde die Wortwahlen da auch anders interpretierbar, um das mal klar zu sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast eben über Polizei Grün gesprochen, ja. ne? wenn die sagen, das müssen wir durchsetzen, dann ist das erstmal auch ein rhetorischer Begriff. Wie gesagt, ich verteidige überhaupt nicht Polizei Grün, kann dazu nicht wirklich mhm. was sagen, ob das jetzt eine potenzielle Schlägertruppe ist oder so. Nein. Klingt ja für mich, nein. Keine Missverständnis, nein, ich verstehe. Habe ich auch nicht gesagt, weiß ich auch gar nicht. Können. Ja, aber ja, mir war diese Kombination ja, von diesen Menschen, er ist der einzige, den ich kenne, ja, und der in einer grünen Veranstaltung das erzählt und unter großem Applaus, ja, wir wollen hier Sachen durchsetzen. Ja. Die Sachen, die sie durchsetzen wollen, waren bis jetzt nicht so erfolgreich, muss man sagen. Und die Sachen, die sie durchgesetzt haben, für die sie sich stark machen, auch wenn manchmal Frau Merkel das schon ausgelöst hat. Aber ich finde Durchsetzen nicht so gut in Deutschland. Ja, also Durchsetzen finde ich jetzt erstmal, ich möchte meine Ziele durchsetzen. Ist erstmal, man kann es so wie du jetzt militant fast interpretieren. Als Politiker, muss man. Ja, das ist ja die Pflicht eines Politikers, dass er Sachen durchsetzt. Ja. Aber doch nicht die Polizei, die für den Politiker arbeitet. Also ich glaube, Bist du weniger empfindlich als ich? Ja, nee, bin ich gar nicht. Ich interpretiere nur Dinge nicht von, du machst das ja auch nicht von vornherein, aber dass ich sage, da geht meine Empfindlichkeit nicht los. Also ich will noch mal einen Satz, also das, wie gesagt, das Gute ist ja auch, wir können ja auch manchen Dissens halten, unterschiedlich halten. Ich bin eben anderer Meinung. So, und ich sehe weder von der Polizei Grün, wie gesagt, als eine, glaube ich, ehrlich gesagt, wenn du die Polizei, abgesehen davon, dass du früher mal grüne Uniformen hatten, glaube ich jetzt nicht gerade, dass die Mehrheit derer irgendwie potenziell jetzt alle schon Gefahr laufen, in Anführungszeichen, jetzt irgendwie so zum Grünen umzuschwenken. Ne? Also nein, sind aber nur ganz wenige Polizisten. Weiß, die Polizisten decken ja auch das gesamte Bild, hatten wir auch recht, aber verstehe ich alles. Nein, alles. Aber für mich ist, weißt du, und ich finde es ja übrigens super, wenn wir andere Meinung haben. Deswegen, weil es mich, was du sagst, beruhigt mich ja eigentlich. Ja. Insofern freut es mich ja. Ich bin noch viel älter als du und habe schon ganz andere Sachen kommen und gehen sehen. Ich bin kein Alarmist sozusagen, gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde die Ansammlung von Dingen, die passieren, und dann ist eine Kleinigkeit, wie in so einer Beziehung. Ja. Ne? Also meine Beziehung zum Staat, Kleinigkeit. Irgendwann sage ich mal, pass auf, vielleicht müssen wir uns mal trennen irgendwie, weil das funktioniert hier nicht mehr so, wie das läuft. Und ich habe wirklich Sorge und ich merke in meinem Umfeld, und das sind weder Linke noch Rechte, das sind ganz normale Menschen in wirtschaftlicher Verantwortung, die empfinden das auch alle so. Und ich glaube, dass das Empfinden für solche Worte, also nehmen wir nochmal Frau Paus, ne? Der Hass im Netz muss bekämpft werden, und zwar auch außerhalb der Illegalität, also auch außerhalb der außerhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ja. Das war das Wort, Strafbarkeitsgrenze. Ganz ehrlich,
Also entweder gibt es Gesetze und an die halten wir uns. Das ist eh schon schwierig bei der jetzigen Regierung, wenn ich mir angucke, was da alles so passiert in Sachen Migration und so weiter. Da schaffen wir es nämlich nicht und viele andere Sachen schaffen wir auch nicht. Aber jetzt will man Dinge außerhalb der Strafbarkeitsgrenze im Netz verfolgen. Das bedeutet, dass da jemand sitzt, der, und zwar in der Politik, ja, nicht im Recht, der das beurteilt, was man... Also, was ja außerhalb der Strafe ist. Wie kann man sowas sagen? Meine Interpretation ist eine andere. Wie gesagt, also ich bin jetzt weder Fan von Frau Faeser, schon mal gar nicht, und nicht von Frau Paus. Aber meine Interpretation ist eine völlig andere. Und wir haben ja mal drüber gesprochen, dass, glaube ich, eins der ganz großen Handicaps ist, dass Menschen halt so gut, na, das stimmt natürlich nicht, aber dass es ist wirklich an Bildung mangelt. Und wenn du ein bisschen gebildet bist und auch noch einen moralischen Kompass hast, mhm, also du jetzt nicht als Boris, klar, sondern allgemein, dann glaube ich, kann man einfach bestimmte Dinge, selbst wenn sie vom Denken her natürlich nicht verboten werden kann. Also keiner denkt jetzt hier Denkverbot, das ist ja völliger Blödsinn. Das sind auch so diese Floskeln, die von allen Seiten völlig blödsinnig sind. Die kommen von der Rechten wie von der Linken viel zu häufig und sind einfach Quatsch. Also keiner kann hier denken und will Denken verbieten. Aber wir reden ja gerade im Moment darüber, dass Worte, auch wie früher schon, ich bin das, sehe das sogar weniger strikt, aber Worte durchaus vorbereitend sein können für Taten. Also wenn jetzt die Polizei, das ist meine Sorge, du sagst Polizei, Durchsetzung. Ja. So, wenn wir jetzt das Ganze aber mal umschwenken auf die andere Seite, so in Wirklichkeit sind ja die, das finde ich übrigens sehr interessant, da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, ob wir so kleine Grenze ziehen können zwischen hier rechts, dort links. Es gibt so viele sowieso Verbindungen. Nicht. Ne? Ja, also ja, bleiben wir jetzt mal nur bei diesem simplen Gedankenbild. So, wenn ich da anschaue, was an glühendem Hass wirklich geäußert wird und auch bis hin zu Mordaufrufen, ja, dann ist das Denken das eine, aber dann ist das, was da immer noch als Meinungsäußerung läuft und zumindest nicht so von vornherein, wenn es nicht der direkte Aufruf zur Gewalt ist, glaube ich, ist es ja noch nicht strafbar. Du kannst also Hass verbreiten, Hass aber... Ist, also Hass, jemanden zu hassen, ist erlaubt. Eben, ja. Ich kann Spinat, ja, hassen, keiner kann, ja, mich dafür anklagen. Wenn dann aber so eine Äußerung kommt, um diesen Gedanken noch schnell zu Ende zu führen, dann glaube ich schon, dass es nicht darum geht, wir müssen die jetzt verbieten oder canceln oder wie es ja auch gerne mal gesagt wird, die solche Gedanken haben oder auch gar äußern, sondern wir müssen einfach zum Beispiel durch Maßnahmen, und zwar nicht juristischer Natur, es wird gar nicht funktionieren, weil das wird nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Nein. Aber um das noch zu Ende, ja, wirklich noch zu Ende zu sagen, dann muss man daran ansetzen, die, und das finde ich absolut gerechtfertigt, auch von Staatsseite her, mit einer Erfahrung der Vergangenheit, die jetzt in dem Fall nicht schon wieder schnell hinzugezogen wird, um alles, mehr oder weniger alle Argumente zu ersticken. Nee, wir haben diese Vergangenheit und wir haben heute, und das hast du selbst angesprochen, mhm, und da bin ich sofort bei dir. Wenn man dann gegen irgendwelche widerwärtigen Typen, ich kann das nur so sagen, muslimischen Hintergrund ist, ohne den Islam insgesamt damit zu disqualifizieren, die da hier glühend antisemitisch unterwegs sind. Wir haben ein paar Mal darauf hingewiesen, was an Universitäten auch in Deutschland, selbst in Harvard los ist. Da fällt mir nichts mehr ein. Hast du gehört, was im Kino passiert ist? Jetzt ja, klar, ja, ja, klar. Was für eine irrwitzige Geschichte. Mit Hillary Clinton meinst du jetzt? Oder? Nein, im Kino in Deutschland, mhm, ich glaube in Essen war es oder so, ja, musste eine Berufsschulklasse, mhm, haben sie einen Film gesehen über die Nazi-Zeit. Mhm. Und am Ende des Films steht eine Schrifttafel, in der nationalsozialistischen Zeit wurden in Deutschland ca. 6 Millionen Juden umgebracht. Daraufhin hallte großer Applaus in dem Kino auf. Und zwar von Migrationshintergründlern, die da saßen. Ja, daraufhin hat der Berufsschullehrer, weil er keine andere Chance hatte, denjenigen, ich glaube, die mussten dann 2 Wochen, durften sie nicht zur Schule als Strafe, von denen, die man sozusagen ermitteln könnte. Gehen die denn dann auch überhaupt zur Schule? Aber gut, das ist ja, jetzt böse. Aber jetzt, aber überleg mal, was hier passiert. Ja, also das ist das eine. Und es wird halt nicht, und darüber wird, sag mal, das ist Rechtsextremismus irgendwie, ja, das beziehungsweise ist, das ist eigentlich, rechts, das ist eigentlich so ein Judenhass. Ethnischer, es ist ein Judenhass, ja klar. Ja, so. Dagegen, also meine ich, für mich steht, also wenn ich an Frau Faesers Stelle bin, ja, mhm, dann ist das doch das erste Thema mit unserer Geschichte. Klar. Und für mich ist es so, Frau Faeser, jetzt mal, um sie zu zitieren, stellt sich hin, dass sie jetzt diejenigen, die den Staat verhöhnen, die müssen es mit, hat sie wörtlich gesagt, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. So, da sage ich, aha, Majestätsbeleidigung gibt es wieder. Den Staat verhöhnen. Der Karneval lebt davon, den Staat zu verhöhnen. Ja. Comedians leben davon, den Staat zu verhöhnen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn es nicht gegen das Gesetz ist, ist es völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung zu hassen. Die stellen sich hin, Frau Faeser, ich meine, die hat eine Antifa-Vergangenheit, gut, ja, da ist sie vielleicht auch ein bisschen verstrahlt und vielleicht fehlt es auch an Bildung, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist,
wenn man sich in Deutschland mit unserer Geschichte hinstellt und sagt, dass es, dass die, die den Staat verhöhnen, es mit einem starken Staat zu tun bekommen, wenn es gleichzeitig Polizei Grün gibt und gleichzeitig noch dieses, dass man im Netz gegen Hass im Netz vorgehen will, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und dann noch Herr Haldenwang, der ja das ausführende Organ sozusagen von der Regierung auch ist, und dass der auch noch sagt, dass sich keine Denk- und Sprachmuster einlisten. Die Gedanken sind frei, hallo. Für mich ist das alles, es ist für mich, jedes Einzelne kannst du mir, und das wird mich total beruhigen, wenn du es entkräftest, jedes Einzelne, das zusammen ist eine Richtung, die haben eine Richtung eingeschlagen. Und der Comedian Kay Ray, mein Freund Kay Ray, hat neulich in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht, wo es war, hat er was sehr, glaube ich, was Einfaches, aber sehr Kluges gesagt. Er sagt, die haben Angst. Und inzwischen ist es soweit, dass aus Angst die Macht zu verlieren, dass sie die Kontrolle verlieren über das, was sie sagen. Und ich erwarte von Politikern, dass sie ihre Sätze überlegen und nicht in ihrer alten Antifa-Begeisterung irgendwelche Sätze raushauen und sagen, sie wollen irgendwelche Menschen verfolgen, Majestätsbeleidigung verfolgen. So. Also, hat sie gesagt? Ja. Sie hat Menschen sie gesagt, verfolgen. Also, wenn sie sagt, die, die den Staat verhöhnen, ja, müssen mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und die Polizei Grün hat gesagt zu NIOS, und ich bin überhaupt gar kein Freund, weder von... Da weiß ich ja, dass sie dann irgendwie so, da haben sie gesagt, ja, um NIOS kümmern wir uns später. Diese Journalisten in Anführungsstrichen und diese Medien in Anführungsstrichen, allein das, wie kann jemand mit dem Hintergrund über Medien und Journalisten in Anführungsstrichen sprechen? Ja, aber ganz ehrlich, auch unsere Diskussion, also wie oft jetzt schon auch in der Diskussion aufgetaucht ist und über eine wahrlich ganz andere Art von Medien, die Medien und die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, die ja nun wahrlich auch unter einem, nennen wir es ruhig, Generalverdacht stehen, also nicht mehr pluralistisch zu sein, sondern nur noch regierungsdienst. Also wenn ich mal das ganze Paket mal nehme, auch all die Beispiele, die du genommen hast, bei mir ist dann erstmal so, dass ich sage, eine Faeser, wie gesagt, also ich kommentiere jetzt sie nicht weiter, sehe sie auch sehr kritisch, aber... Macht es dir Sorge oder macht es dir keine Sorge? Es macht mir keine Sorge. Dass sie das sagt, macht dir keine Sorge. Das macht mir keine Sorge, weil hier steht Staat für mich. Staat ist ja jetzt nicht nur Regierung, wohlgemerkt, ist was anderes. Ja. Ja, nicht gesagt Regierung, sondern Staat. Und Staat ist für mich das Gebilde, in dem ein ganz bestimmter Wertekanon, ein ganz bestimmter Gesetzeskanon, Grundrechte zum Beispiel da sind. Und verhöhnen heißt für mich, es wird mit Füßen getreten, diese ganz klare, von dir ja absolut auch genauso gesehen, antisemitische Tendenz, die da ist. Und nochmal, also warum ich dann nicht jetzt an dir verzweifle, aber manchmal schon denke, bin ich selbst bekloppt oder sehe ich die Dinge nur noch so bescheuert? Auf der einen Seite, Berlin viel mehr als in Hamburg, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, hast du wirklich Universität, hast du auf der Straße, hast du in Neukölln absolut zutreffend, das ist selbst geschrieben, hast du so viele Viertel mittlerweile, und ich glaube in Hamburg hier und da auch schon, wo wirklich Leute, die Kepi nicht mehr tragen können, weil sie antisemitisch verfolgt haben. Nenne mir ein einziges Beispiel dieser Regierung, in Anführungszeichen, oder der Grünen oder von wem auch immer auf dieser Seite. Und wie gesagt, meine Sympathien sind überhaupt nicht jetzt bei vielem, was da gemacht wird, aber wo auch nur annähernd so brutal, so ideologisch und wie auch immer vorgegangen wird, wie von der Seite. Und dann haben wir natürlich, müssen wir nochmal unterscheiden, was ist aber für die Opfer, macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt nationalsozialistisch oder von einem kleinen widerlichen Drecksack, sorry, das sage ich so, einen muslimischen Terroristen oder Gewalttäter angegriffen werde, der ein Ego gleich null hat, aber glaubt, er müsste das in anderen. Aber wir haben für den Schutz zu sorgen, finde ich. Ja, klar. So, richtig. Und das, diesen, also immer wieder zu reden über rechts, rechtsextrem, rechts, rechts, rechtsextrem, noch mehr rechtsextrem, rechtsradikal, rechts, rechts, darüber zu reden und darüber, über dieses ganze Gefasel, über dieses Gefäser, muss man ja sagen, das ganze Gefäser, über dieses Thema, Neue Hochschöpfung wahrscheinlich. Ja, genau, dieses ganze Gefäßer, um dabei zu vergessen, dass es auf der anderen Seite ganz viel Elend gibt. Und übrigens jetzt nochmal, und ich sage es ganz eindeutig gleich vorher, damit jetzt nicht wieder irgendein Schreiberling hier von so einem Tagesjournal oder so irgendwas Blödes zusammenstammelt. Der Nationalsozialismus fing in den Universitäten an. Habe ich in Geschichte gelernt. Ja. Was heute auf dem auch stimmt. Also aber es das, ist das ideologische Rüstzeug, klar, das fing in den Universitäten interessant, an. Aber sogar Großbritannien manche Gedankensysteme. Absolut. Und auch da ist es so, dass zu diesen ganzen Sachen, die ich da schon zitiert habe, kommt jetzt sowas auch noch dazu. Das sehe ich als eine Richtung. Es entwickelt sich ein Ball und ich frage mich, warum sieht das keiner und warum sind die Verantwortlichen nicht? Guck mal, du kannst doch als Frau Faeser dich hinstellen und kannst sagen, wir müssen etwas, keine Ahnung, wir müssen also die Menschen, die etwas gegen den Staat tun,
Gegen die müssen wir hart vorgehen. Du musst doch nicht sagen, die, wenn man ein bisschen intelligent ist und politisches Gespür hat, sagt man doch nicht, dass die, die den Staat verhöhnen, von einem starken Staat zu spüren bekommen sollen. Was soll denn jeder Comedian? Dieter Nuhr verhöhnt den Staat, zu Recht. Ja. Und der soll jetzt mit dem starken Staat zu tun bekommen? Nochmal, also wirklich ganz, ganz wichtig. Also erstmal, es wird ja, sie spricht ja nicht von der Regierung, was ja schon ein Riesenunterschied ist. Ne? Sie spricht nicht von der Regierung, sondern vom Staat. Und Staat ist natürlich unser Staat, ja. Ist sehr wohl und ganz ehrlich, ich hätte mir in der Vergangenheit mehr Staatsschutz, reden wir jetzt nicht, man ist ja sogar eine eigene Institution, mehr gewünscht, dass auch manche Sachen, wie zum Beispiel auch genau dieser Terror aus einer ganz bestimmten Ecke, dass der viel früher eingedämmt geworden wäre und auch mal auf die Ursachen geguckt hätte, Demografien derer, die jetzt hierher kommen, die eben nicht jetzt die hoch ausgebildeten Zahnärzte sind, die nicht alles die Mütter mit Kindern sind, sondern ganz bestimmte Klientel, die schon demografisch von vornherein einfach ein größeres Gewaltpotenzial mitbringt, dann auch noch ihre archaischen Weltbilder und Muster mitbringen. Also da hätte ich tatsächlich gesagt, lass uns mal da hinschauen und lass das nicht alles unter den Teppich gehen. Aber im Rahmen, also, richtig, aber im Rahmen der Gesetze. Ja, natürlich im Rahmen der Gesetze. Und nicht, und du darfst eben mal, heute darfst du im Zug, ja nicht mal die Polizei darf im Zug, nicht mal jemand, der ein Aussehen hat mit arabischem Hintergrund, auch Messer kontrollieren. Das Profiling, ist ja verboten. Ja, so. Ja, aber gleichzeitig die gleichen Leute, die das Profiling verbieten, das sind genau die gleichen Menschen. Jetzt mal, die sprechen ja vielleicht hoffentlich nur für sich und manche andere in ihren Behörden sind erschüttert darüber. Aber die Frau, die dafür sorgt, dass Profiling verboten ist und die das als bessere Welt ansieht, eine Welt, wo kein Profiling betrieben wird. Und teilweise gehe ich da sogar mit, weil es schnell auch zu Rassismus und zu allem führen kann. Wie von allen Seiten mittlerweile wird ganz schnell in aber eine Ecke reingerückt. Dass die dann sagt, dass der den Staat verhöhnt, es mit einem starken Staat zu tun bekommen muss, finde ich gefährlich. Und Herr Kubicki übrigens, und ich bin nicht immer ein Freund von Herrn Kubicki, aber Herr Kubicki hat gesagt, man muss sich schon langsam fragen, wer gefährlicher ist für die Verfassung, nämlich die, die den erlaubten Rahmen ausnutzen, zum Beispiel den Staat zu verhöhnen, oder die permanent daran dabei sind, den Staat, den Rahmen einzuschränken. Mhm. Und was sie machen für mich, alle drei, die ich da genannt habe, also Paus, Faeser und Haldenwang, sind dabei, erstmal mit ihren reden. Und das auch, muss man sagen, auch gar nicht geschickt, sondern die machen das ganz offen. Für die ist das ganz normales Tagesgeschäft. Die wollen den Staat, die wollen sozusagen die Rechte der Bürger, die wollen sozusagen die Gesetze, die Verfassung einschränken. Das sehe ich nicht so, wirklich absolut nicht. Aber wenn du sagst, du willst, wenn jemand, also der Haldenwang, wenn der sagt, dass er dagegen vorgehen will, dass sich Denk- und Sprachmuster breit machen. Denkmuster, der will gegen Denkmuster, du kannst alles denken. Ich kann denken, ich erschieß den jetzt, aber deswegen kann man mich ja nicht verhaften, weil ich was denke. Man kann jetzt endlos über Pickiness, also das heißt Kleinigkeit machst du ja nicht, aber Kleinigkeit über Worte sprechen. Also ich habe all diese Aussagen, und nochmal, bin jetzt absolut nicht Fan und nicht mal Wähler im Moment, jedenfalls dieser Truppe nicht, aber trotz allem, Staat, habe ich schon gesagt, das ist eben nicht Regierung, Denk- und Sprachmuster sind, da kann man tatsächlich auch drüber sprechen, und das finde ich eine hochspannende Diskussion, die wir vielleicht auch mal eines Tages führen. Aber Denk- und Sprachmuster heißt für mich, Leute, du kannst ja eigentlich heute nur brutal sein und rassistisch sein, glaube ich, wenn es dir an Bildung mangelt, sage ich jetzt mal ganz frech. Also ist nicht so ganz das so, gilt, das man gilt, kann auch ein anderes Weltbild haben. Ich glaube, haben. Das gilt für die ganze Welt. Ja, ja. Jemand, der Rassist ist, der Krieg möchte und so, hat nicht gelernt. Ja, es gibt leider auch, du hast es eben selbst angesprochen, dass der Nationalsozialismus sehr wohl auch intellektuell in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen vorbereitet wurde. Also trotz allem, all diese Dinger, die du jetzt genannt hast, lese ich einfach und interpretiere sie anders und glaube, ja klar, da ist natürlich Frustration. Ich glaube sogar, dass es eher darum geht, irgendwie zum Beispiel von Frau Faeser sogar, diesen Frust, den die Leute erleben, massiven Frust, massiven Kontrollverlust bei sich selbst, die Regierung, das ist einfach so, weil viele Dinge waren, ich behaupte eben auch tatsächlich guten Willens angelegt gewesen, und die wollten jetzt nicht irgendwie die Macht ergreifen und dann die Autokratie schaffen und dann anschließend dann, das funktioniert, nein, weiß, hast du ja nicht gesagt, ich sage es nur nochmal zur Sicherheit. Was sie machen ist, sie entwickeln sich so, weil sie andere Sachen nicht durchziehen. Weil sie frustriert sind, also es würde passen, Frustration, Aggressionshypothese, altes Prinzip, als ältesten in der Psychologie, sehe ich trotzdem nicht so. Was ich eher glaube, ist, dass so nach dem Motto, dass diese vermeintliche Schlappheit von einer Frau Faeser oder der Staat schützt uns nicht und so weiter, dass sie da versuchen, eben nicht
in Richtung der Linken, sondern ganz im Gegenteil, in Richtung der rechten Pflöcke einzuschlagen, um das auch mal klar zu sagen. Wir hatten es schon mal kurz unterhalten, glaube ich. Ist immer schwierig. Wir reden ja sehr viel und nicht alles. Wir reden zu viel. Wir sollen mal schweigen und die anderen mal zu Wort kommen lassen. Also bitte kommen Sie mal zu Wort. Nee, aber dass das tatsächlich eher die Referenz daran ist, dass Menschen sich einfach eine gewisse, sagen wir ruhig, auch Sicherheit wünschen. Das wäre uns ein guter Übergang zu einem Thema, das mir auch am Herzen liegt. Also Sicherheit wünschen und sie damit einfach demonstrieren, nee, wir sind eben doch nicht so die Schlappis, ob sie es im Handel nicht sind. Das ist dann wieder die nächste Frage. Aber da gebe ich dir völlig recht. Also hier. Aber warum sagen Sie nicht, okay, wir haben gelernt, wir haben den Fehler gemacht und den und den. Atomkraftwerke müssen wir anschalten, wir müssen die neuen Atomkraftwerke einschalten. Wir haben auch Fehler gemacht und wir lernen daraus. Ja. Oder wir haben jetzt, wir machen die Grenzen dicht. Wir reden jetzt nicht über innere Sicherheit, sondern das ist ja, nochmal eine andere Nummer. Das ist ja Frau Faeser nicht. Aber dieses Thema ist dann, pass auf, der klare Satz ist, also vor dem Bundestag, ne, meine Damen und Herren, wir merken, dass im Netz so viel Hass ist, so viel unbegründeter Hass auf beiden Seiten. Und wir werden alles dagegen tun, dass die gesetzlichen Rahmen eingehalten werden. Das ist der das. Ja, und was anderes musst du nicht sagen. Und sich dann hinzustellen und dann sowas zu sagen, von wegen, sie bekommen das mit dem zu tun und dieses ganze Geschwurbel. Das ist Bildungsfernheit. Aber weißt du, was ich erwarte doch von hochbezahlten, also für Menschen, die für meine, das ist ja, sehen wir den Staat als Firma. Meine Chefs, wenn die Pfeifen sind, da habe ich doch Angst. Ja, aber das macht doch viel mehr Angst, wenn du solche Pfeifen da sitzen hast. Und wenn die nicht in der Lage sind, mal vernünftig zu formulieren. Und wenn sie eins machen, und das ist nämlich genau das Hauptproblem bei mir. Ich selber glaube, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und zwar, weil ich diese ganzen kleinen Tropfen zusammenzähle. Was ich aber auch glaube, ist, die größten Treiber jeder radikalen rechten Bewegung sind genau diese Menschen mit solchen Sätzen. Weil was sie damit machen ist, wenn man sagt, ich greife dich an, auch wenn du etwas machst, das nicht illegal ist. Was führt das? Dass das die rhetorische Ebene ist, auf der jetzt Leute, die jetzt irgendwie Gewalt ausüben wollen, dann sagen, so, jetzt machen wir es. Aber ich glaube, dass Menschen wie die komplette Demokraten sind, immer mehr frustriert sind mit dem Staat und irgendwann sagen, weißt du was? Staat oder Regierung? Also Regierung, Entschuldigung, mit der Regierung, aber die Regierung färbt ja den Staat ein. Der Staat ist eingefärbt, der ist ja überall, sie sind komplett überall durchsetzt. Wenn du siehst, dass hier in Hamburg, hier gibt es Vorsicht mit dem Wort durchsetzt, das ist sprachlich. Wie darf man das denn sagen? Aber nur, weil es auf der einen Seite können wir nicht picky sein und auf der anderen Seite dann aber selbst... Nicht durchsetzt, sondern es leben heute viele Menschen, die sich irgendwie in Verantwortung gebracht haben, leben in einer Blase und glauben wirklich, dass die Grundintention dieser Richtung, die wir jetzt gehen, eine total richtige ist und total super. Und die glauben auch wirklich tatsächlich, wir müssen Vorbild sein für den Rest der Welt. Der Rest der Welt lacht uns aus. Und wenn solche Sachen übersetzt werden, und daher komme ich nämlich, das wird übersetzt. Das, was hier steht, wird übersetzt. Wenn du das übersetzt, dann sagt jeder von außen, der nicht so picky ist, mit von wegen Vergleich national, sondern der einfach sagt, die Deutschen und ihre Geschichte. Der sagt, guck mal, wir sind wieder auf dem Weg. Jetzt, diesmal eine andere Richtung, aber es sind wieder Sozialisten am Start. Das sind keine Nationalsozialisten, sondern das sind grüne Sozialisten, Ökosozialisten, sonst irgendwas. Aber es ist wieder so, sie stellen die Atomkraftwerke ab, sie wollen es der ganzen Welt zeigen, sie wollen die ganze Welt hier mit feministischer Außenpolitik begeistern. Meine Freunde aus Frankreich, meine Freunde aus Amerika, meine Freunde aus England gucken an und sagen, ihr habt sie nicht alle. Und dass ihr nicht aufpasst, dass solche Leute solche Sachen sagen, ist gefährlich. Ja. Verstehe ich. Also hier das ging. Aber zum einen nochmal den Vergleich finde ich tollkühn. Also das ist, wie gesagt, also man kann natürlich, weil du kannst natürlich überall immer Einzelfälle, wie gesagt, Polizei, Grün und so. Für mich fügen die sich nicht zu einem Gesamtbild einer Regierung zusammen, die jetzt versucht, hier endlich ihre Ideologie durchzuziehen, sondern für mich fügt sich das eher zu einer Regierung zusammen, die punktuell ungeschickt ist, schlecht kommuniziert, manchmal gut kommuniziert, aber jedenfalls wahrlich nicht jetzt die große Bedrohung ist, erst recht nicht im Vergleich zu dem, was so auf, jetzt reden wir jetzt nicht von rechts und so weiter, von vielen anderen Seiten droht. Also das ist erstmal das eine. Und das andere ist, und das finde ich ein ganz gutes Stichwort, ich war jetzt gerade bei dieser Berlinale gab es, oder während der Berlinale gab es die Cinema for Peace, wo Frau Baerbock aufgetreten ist. Ne? Also es ist natürlich... Sagen wir mal so, die Hillary Clinton war da, dann hier Sharon Stone, Helen Mirren und jede Menge deutscher Prominenter und nicht ganz so Prominenter. Rhetorisch habe ich das Gefühl, es bewegt sich nicht mehr viel. Also das ist im Grunde jetzt bei Frau Baerbock. Ne? Also feministische Außenpolitik finde ich sowieso ganz schwierig. Wenn das heißt, wir helfen überall auf der Welt sehr konkret mit Maßnahmen. Und ich würde mal so frech und unverschämt sein zu behaupten, dass du wahrscheinlich in mehr als 90% aller Länder weltweit hast du massivste Einschränkungen der Rechte von Frauen.
Und da zu sagen, das ist aber nicht etwas, was du mit den Außenpolitikern zu besprechen hast, da musst du Dinge tun, um denen vor Ort zu helfen. Das Blöde ist, dass es sich natürlich immer gut anhört, aber immer schaler wird, weil die eigentlichen Probleme sind, ja, auch in Deutschland, Gewalt gegen Frauen. Das ist so, dass du manchmal schreien könntest. Ja, und übrigens, ein Medientipp muss jetzt mal erlaubt sein. Ja. Da kommen wir auch gleich in den gleichen Kontext noch zu dem zweiten Thema, nämlich Nawalny. Auch gerne dazu. Ja. Das war ja auch ein Ausgangspunkt. Und das ZDF müssen wir auch noch besprechen. Wir müssen das ZDF genau, noch loben. Richtig, genau. Ja, nicht nur jetzt einmal, sondern immer häufiger. Also ich habe mir Tipp ARD Mediathek, kann ich nur dringend jedem, aber wie jedem ans Herz legen. Und das ist noch nicht mal ein parteilicher Film oder so. 20 Tage in Mariupol empfehlen. Eine Dokumentation eines dort eingeschlossenen Reportageteams. Die konnten ihre Berichte, die sie sonst immer an internationale Agenturen weitergaben, nicht mehr weitergeben. Wer das gesehen hat, kann, und das war ja auch eins unserer Themen mal, kann eigentlich nur unabhängig jetzt von Parteien, aber erstmal nur sehen, Krieg ist entsetzlich. Ich habe noch nie eine zeitaktuelle Dokumentation gesehen, weil es wird immer abgeblendet. Es gab mal früher Embedded Journalism, das wirst du noch erinnern, 90er Jahre, dass dann an der Front so ein bisschen mit man marschiert mit in dem Fall meistens Amerikaner an die Front und schoss dann irgendwie, machte dann Videos und das war dann immer so ein bisschen die amerikanische Sicht. Dieses ist im Grunde die Situation eingeschlossen, also ARD Mediathek abrufbar, für mich eine Pflichtveranstaltung. Du kriegst danach, du bist danach deprimiert. Ich habe geheult, habe da gesessen. Und da gibt es Leute, die ernsthaft sagen, naja, Lavrov zum Beispiel, glaube ich, war es unter anderem, oder auch der UN-Vertreter Russlands, der dann in die Kameras reingesagt hat, naja, das ist ja alles inszeniert gewesen. Also weißt du, das ist so, also, ne, da sind wir uns ja einig. Diese Doku ist insofern brillant, finde ich, weil sie ist für mich Apokalypse Now. Richtig. Da war ich auch aber leider schockiert. Aber in echt. In echt. Erstens. Zweitens, sie zeigt, was gerade im Moment für eine feminine Außenpolitik betrieben wird. Nämlich sie zeigt Folgendes. Das ist ja nur ein Ausschnitt dessen, was jeden Tag auf beiden Seiten dort passiert. Und Herr Putin hat das Land angegriffen. Russland ist im Unrecht, ist meine Meinung. Okay, das ist schon mal wichtig. Das muss man aber auch mal dazu sagen. Aber Fakt ist, es ist Krieg. Und jeden Tag passiert das, was in dieser Doku ist. Und das ist erschütternd. Das ist wirklich erschütternd. Danach schmeckt dir dein Abendbrot definitiv nicht mehr. Aber die feminine Außenpolitik mit dem immer weiter liefern von Waffen. Feministische meine ich, ja, genau, Entschuldigung. Ist ja dann, die weiblich aus ist. Das war ein Wortspiel. Ja, ich hab's schon verstanden. Ja. Also, auf jeden Fall die feministische, feminine Außenpolitik, die führt dazu, dass jeden Tag mehr Frauen alleine sind, und zwar ihr Leben lang, weil jeden Tag Menschen sterben. Inzwischen sind, glaube ich, 400.000 gestorben, auf beiden Seiten zusammen, glaube ich, 400.000. Das sind 400.000 Frauen, die keine Freunde, Männer mehr haben. Das sind aber gleichzeitig noch 100.000. Das sind Hunderttausende von Familien, die einen Krüppel zu Hause haben. Das sind Hunderte Tausende von Menschen, die aus dem Krieg nach Hause kommen und für immer traumatisiert sind, die werden alle nie wieder produktiv arbeiten. Diese Frauen werden alle in Richtung Westen gehen und Versorger suchen. Das wird die gesamte Gesellschaft durcheinander bringen. Und alles das ist der Grund. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man nicht alles, jeden Tag tut, um für Frieden zu sorgen. Und gerade wenn du diesen Film guckst und hörst dann parallel, ja, wir liefern jetzt noch hier Drohnen und dann liefern wir noch da Raketen und dann diese Raketen liefern wir nicht, aber dafür diese Panzer. Es ist ein so unmodernes, absurdes Theater und es greift mich selber total an. Völlig deiner Meinung. Jetzt aber. Also konzentriert. Ich habe keine Lösung. Ich bin sofort auch bei dir, dass es so entsetzlich ist, weil es hier endlich, also mir jedenfalls nochmal sehr drastisch, mehr, weil du immer weißt, es ist Realität. Mehr als jeder noch so gut gemachte Film und jede sonst gut gemachte Dokumentation, die ja immer ein bisschen aus der Distanz steht, einfach die Grauen des Krieges zeigen. So, jetzt Ausgangspunkt. Und jetzt natürlich nach dem Motto, jetzt müssen wir aber irgendwie alles daran setzen, Frieden zu schaffen. Wie willst du, und da sind wir bei Nawalny, wie willst du der strittige Figur, kann man alles sagen. Ich fand es unerträglich, was ich auf Post, ich selber, den hast du ja kommentiert, lesen musste. Ja, Nawalny war ja in Wirklichkeit auch fast Nazi und hat viel Geld und korrupt und was weiß ich. Also entschuldige mal, hier ist ein Mensch wirklich systematisch nicht nur aus dem Verkehr gezogen worden, wirklich gefoltert worden. Folter hat viele Varianten, wie auch immer jetzt zu Tode gekommen. Da kann man nur sagen, ja klar,
das wird man niemals objektiv auflösen können, weil es nicht möglich ist. Hat der hier, ja, dieser Hamburger Journalist, kein Wort drüber gesagt. Das, was, ja, eigentlich passiert ist da unten, ja, drunter, das war mir so, also da dreht sich dir alles um. Ich habe ja probiert, ich habe da ja geantwortet deswegen drauf, weil es mir wirklich auf dem Herzen lag, besonders nach diesem Vorfall da am Wochenende mit diesem Polizisten und dass ich eine Entwicklung sehe und so. Aber was dann andere Leute darunter, überhaupt unter diese Art von Posting, ja, schreiben. Und dann ihn noch, das doch noch irgendwie denunziert haben, also Nawalny regelmäßig. Da ist, es ist so irre, also, da muss man oder sagen, selber also, schuld. Das Beste, ja, war ja selber, ja, schuld, ist ja wieder zurückgefahren, ja, ist selber, genau, schuld. Ja, ja, also das, eben, sind alles Sachen, und die... Ich kenne, wer damals, gibt viele Meinungen zu ihm, das ist der Organisator der Cinema for Peace, Jaka Bizier, der damals mit dafür gesorgt hat, dass Nawalny war sogar mit an Bord, nach Deutschland geholt worden ist, dann freiwillig, wo jeder sagte, okay, also ich habe es auch nicht verstanden. Die Argumentation, die jetzt aber kommt, ist natürlich, das ist jetzt nicht so der Held, wie man sie normalerweise kennt aus irgendeinem Hollywood-Film, ne, der Märtyrer, ja, der sich jetzt zum Märtyrer macht, der ist auch nicht Muslim, nach dem, nein, Motto, also ich sterbe jetzt und dann komme ich ins Himmelreich und habe wie viele Jungfrauen, keine Ahnung. Das ist einfach der wahrscheinlich wirklich Überzeugung gehabt hat und dachte, ich kann aus der Ferne, bin ich zahnlos, und er wusste im Grunde, erst recht, wenn du die ganze Story nimmst, wie viele Leute in Berlin sogar umgebracht wurden, dann gibt es kein Vertue. Ja. Und dann diese fadenscheinigen Argumente, mit denen er erst nur ein paar Jahre und dann zum Schluss dann irgendwie zum Verrotten mehr oder weniger, ist ja, ja, der richtige. Und hast du dir das Video übrigens gesehen, ja, ja, vor Gericht, wo du dachtest, ey, und einen Tag später war er tot, ja, was auch immer. Also wir können darüber nicht spekulieren, ob er wirklich durch Krankheit gestorben ist oder es macht am Ende keinen Unterschied. Jetzt kommt aber die Bedingungen, die Bedingungen, genau, machen dich, du, natürlich, du, und wir, das ist noch gut beschrieben und da ist auch, ja, nicht, da gibt's auch keine zweite Meinung zu und so weiter. Also das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und dann kommt aber jemand und sagt, naja, aber wieso, aber er selber und so weiter, sind wir uns auch drüber einig. Du denunzierst so einen Mann nicht noch nach dem Tode, das ist einfach widerwärtig und Punkt. Zumal wenn du, wie 99% der Leute, die darüber reden, haben ja keine Ahnung. Eben. Die wissen weder den Hintergrund, die wissen sie nicht mal den Hintergrund. Sofort eine Meinung. Sofort, genau, eine Meinung. Richtig. Sie haben keinen Hintergrund über diesen Krieg, der da stattfindet, weil dieser Krieg, genau, ist auch viel komplexer. Genau. Ich habe das ja erzählt schon mal. Ne? Also viele in der Ostukraine sehen sich als Russen, viele in der Krim, die absolut Krim sehen d'accord sich fast alle als Russen, ja, genau, und so. Das ist nicht so einfach. Man, nee, kann nicht sagen, der Putin d'accord hat und dann hat könnte der... Könnte man ein Referendum und so weiter, da gibt es durchaus so Möglichkeiten. Aber ist es ist gerade deswegen, ist es... Ich verstehe nicht, dass nicht alle, die ganze Welt sagt, der Krieg ist jetzt wirklich kein Ding mehr, was man heute macht. Da sterben jeden, ja, Tag Menschen. Ja. Jetzt kommt aber leider die schlechte Botschaft und die schlechte Nachricht. Das ist jetzt nicht, das ist viele Jahre her. Ich bin etliche Male in Moskau, St. Petersburg gewesen, habe Ende der 90er war das sogar, irgendwie hatte so eine Art von Wahlteilnehmer Delegation, die Wahlbeobachtung in den Medien über die zunächst Duma-Wahlen und ein wenig später Präsidentschaftswahl. Ich war beide Male, ja, da so. Was sich damals andeutete und in unseren Analysen war, dass das natürlich, und das weiß jeder, das wird auch keiner in Abrede stellen, das auch, kann man dann auch so stehen lassen erstmal, dass da eine Meister, nicht einer, aber ein Meister auch, aber auch viele Meister der Kommunikation, der Mischung aus das eine, wir fördern, also Großmachtsfantasien meinetwegen sogar, komme ich gleich auch nochmal zu. Und auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie, wer aber jetzt hier eine abweichende Meinung hat, der wird jetzt schlechter dargestellt. Erstmal, yeah, damals war das noch alles vergleichsweise sanfte Methoden, die heute ganz anders geworden sind. So, aber für mich entscheidend, eine Woche vor dem Überfall, und das darf man, glaube ich, einfach so sagen, Russlands auf die Ukraine, die dann mit absurden Dingen kam, wie ja, Zelensky ist Nazi. Hey, come on, der war gewählt. Ne? Und zwar nicht, weil jetzt irgendwelche miesen Leute dafür gesorgt hatten, dass er gewählt wurde. Jewtuschenko, glaube ich, hieß er, der Vorgänger, ja, oder wie auch immer, war es eben nicht. Also da sind insofern, so viele, ne, nachgewiesene, das ist so, also von Bestechung, und da ist alles, ne, das, was da in diesem Land Korruption... Also alles, man, ist alles mag alles stimmen und mag so weiter, sein, aber hat nichts damit er ist zu tun trotzdem gewählt worden. Ja. So. Und jetzt kommt das, und das war für mich der Schlüsselmoment, da ist mir Angst und Bange geworden. Also wissend vieles auch von Putin, ich habe auch immer mal wieder Sachen gelesen, fand ihn früher so, ja, das ist so ein Autokrat, aber irgendwie ein bisschen Man, so weißt du, so, diese Man, weißt du, man was ich meine? Man hat ja auch gesagt, so muss man, ja, in diesem Land auch sein, mit auch elf sein, Zeitzonen, genau, oder sonst irgendwas. Wo, das muss man einfach mal sagen, wo ja, Macht einfach ganz wichtig, ja, ist, und Männlichkeit, das sind alles Werte. Okay, hab alles geschenkt, muss man nicht toll finden, so, aber
eine Woche vor dem Überfall hatte Putin, ich mache das sonst nie, wurde live, ich glaube auf NTV oder ich glaube auf Welt, weiß ich nicht, aber jedenfalls ausgestrahlt, eine Rede gehalten, wo er in einem großen, großen, in einer großen Übersicht über Russlands gloriose Vergangenheit sprach. Ivan der Schreckliche, der war nicht nur schrecklich als Folterer, das war auch einer, der hat zugleich aber auch eine Art Großrussland durchaus auch zum Nutzen damals vor 500 Jahren oder wie viel auch immer umgesetzt und so weiter. Und dann aber auch auf die Sowjetunion kam und auch im Grunde so eine wilde Mischung gemacht hat. Also Russland hatte eigentlich schon immer seine Worte, sehr verkürzt natürlich jetzt formuliert, hatte schon immer auch die Fähigkeit, groß zu sein. Ja. Und uns wurde uns durch Gorbatschow dann letztlich dann schmählich Gesichtsverlust. Mag alles so sein, ist auch so. Also hat das er bei Tucker Carlson ja 1:1 wiederholt. Genau das. Also all das, aber das war eine, was ist er jetzt, vor 2 Jahren, vor 2 Jahren, eine Woche vorher, hat er eine Rede gehalten, da war nichts von wegen, wir fühlen uns jetzt bedroht durch das, mag alles mitspielen. Aber die Aussage war ganz klar, Russland ist berufen, mehr oder weniger aus seiner Geschichte heraus, zur Macht, zur Größe. Und das schließt allemal das Baltikum ein. Und wenn du jetzt die neuesten Aussagen nimmst, schließt das auch Polen mit ein. Ja, klar. Und muss ich sagen, wie willst du da? Oder jetzt im Grunde so eine Art, wie heißt das so, ohne zu sagen, na gut, also Krim völkerrechtlich ganz schwierig. Ne? Ich weiß, also wenn du da eine Umfrage jetzt machen würdest und war auch so, dass das wäre sofort Russland. Völkerrecht schwierig, 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 aber gut, da müsste man Lösungen finden. Aber wie willst du mit einem Mann, der jetzt im Moment ja auch noch doch dabei ist, ganz langsam und hat ja genügend Material, Menschenmaterial, wie dieser schreckliche Begriff heißt, zur Verfügung, um einfach im Moment die Überlegenheit Russlands, was Waffen betrifft, ist 1:5 oder 1:10. Der Krieg ist völlig abrupt. Aber der Precht hat am Anfang des Krieges, und er hat so auf den Kopf gekriegt, hat er gesagt, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Hat aber von 3 Tagen gesprochen. Ja, genau. Und der Putin hat gesagt, in 3 Tagen macht er das Ding klar. Ja, klar. Beides ist falsch. Aber wichtig ist eins, dieser Krieg, aber was ist die Lösung? Ich habe keine Lösung. Wir haben keine und wir müssen auch keine haben, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schlimm, dass da draußen und Deutschland ja ganz vorne, dass die alle Lösungen haben und dass die alle wissen, wie es geht. Das hat aber keiner, nein. Die sagen nur, wenn, dann. Also wer Waffen liefert, glaubt an Gewinn. Und wenn man, passiert, wenn hier gefeiert wird, dass die Ukraine nach vorne geht, dann haben die 300 Meter totes Land. Das ist die nächste Stellungskrieg Deutschland-Frankreich zwischen 1914 und 1918. Genau, das ist hunderte Jahre her sozusagen. Ich meine, es ist entsetzlich und ich finde diese Zeit, das ist jetzt irgendwie, das nutzt uns gar nichts. Nein. Ich sehe auch nicht mehr, wie man mit nüchterner Analyse da rangeht. Das wird noch, fürchte ich, noch zigtausende, hunderttausende von Menschenleben kosten. Und das Ende ist komplett offen. Die Alternative zu sagen, okay, wir stellen jetzt die Unterstützung ein, dann dauert es ein paar Wochen. Das ist auch keine Lösung. Dann dauert es ein paar Wochen, bis Lviv, bis er durchmarschiert. Ja. Und das mag jetzt alles, das Blöde ist nur, also ich glaube, dieser Mann, und das Einzige, das wäre meine Hoffnung, was viele ja sagen, die irgendwie sich mit ihm befasst haben, Historiker, Biografen, was auch immer, dass eines Putin, und das glaube ich sofort, auch aus all seinen Äußerungen, dass das ein eiskalt kalkulierender Mann ist, der allerdings, apropos Weltbild und Menschenbilder, getrieben ist von dieser Vorstellung, wir müssen die Macht, die Größe Russlands wiederherstellen. Ja. Und da weiß er sich mit dem Großteil seiner Bevölkerung absolut eins. Und deshalb ist er auch so erfolgreich. Und hinter ihm sind noch radikalere Führer. Ich weiß. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, für ihn auch eine Ausrede, das alles zu machen natürlich. Aber sind da auch da. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, dass aber die Welt an sich, und da nehmen wir mal die Chinesen als gutes Beispiel. Gutes oder schlechtes Beispiel? Ja, als gutes oder schlechtes. Aber als gutes Beispiel insofern, als dass die Chinesen, die könnten ja, da wo die Russen nach vorne marschieren, können die Chinesen ja hinten einfahren, aber das ist nämlich gar keiner mehr. Mhm. So, wenn die Amerikaner, die Chinesen, ich weiß nicht, wer noch dazugehört, die Engländer, die Franzosen, die Deutschen, glaube ich zurzeit nicht. Also alle, die da beteiligt sind, wenn die jetzt sagen, pass auf,
wir alle wollen ja nur eins. Wir wollen, dass es uns besser geht. Wir haben alle unsere Interessen. Wir setzen uns zusammen und wir reden. Und zwar so lange, bis irgendwas da rauskommt. Und wenigstens einen Waffenstillstand und einfrieren. Selbst wenn am Ende das eingefroren ist auf dem Status, selbst wenn am Ende die Ukraine zur NATO gehört und es gibt dann eine NATO-Schutzwahl. Was ich mir nicht wünsche, was ich mir auch nicht wünsche, gar nicht. 0,0. Kriegen wir völliger Blödsinn. Abgesehen davon, dass man schon wieder Milliarden versprochen hat, um da irgendwas aufzuforsten und so. Alles Blödsinn. Aber erstmal geht es mir um jeden meiner, also ganz viele von diesen Menschen, die da kämpfen, kenne ich aus meiner AIDA-Zeit. Diese jungen Leute, die da Tänzer sind und Akrobaten sind, die gehen an die Front. Ja. Die sterben. Ich habe zwei persönlich, ich habe das von der Mutter erzählt. Es ist so schlimm und es ist keine Lösung in Sicht. Definitiv. Und ich glaube aber trotzdem mit Helmut Schmidt, jede Lösung ist besser als Schießen und weiter tot. Und ich glaube, es wird nicht genug getan, sondern man zieht sich zurück zu sagen, wir sind eine starke Gemeinschaft, zusammen werden wir es schaffen, wir werden, sie werden gar nichts. Es wird nichts werden. Punkt. Mhm. Und sie werden schon gar nicht Putin bestrafen. Also wenn das Schlimmste, was passiert, dass sie wieder 300 Meter hier oder da gewinnen, ist völlig egal. Ja. Was wir jetzt zum Schluss aber noch machen sollten, ist so schade. Ernst, es muss einfach, der eine Satz muss noch sein. Ja. Es ist leider das Dilemma in der Literatur dutzende Male aufgearbeitet. Ich glaube, unter anderem Schiller hatte ich jetzt hier schon mal behauptet. Es ist wirklich leider diese Frage, willst du in Sklaverei leben? Sklaverei durchaus wörtlich zu nehmen. Ja. Oder musst du halt da, für Frieden oder musst du halt für die Freiheit dann... Ich habe die Antwort nicht. Es ist entsetzlich, es ist entsetzlich und null. Anders als du, der du ja noch da, du hast ja sonst immer eher, was das Innenpolitische betrifft, eher ein düsteres Weltbild, habe ich den Eindruck. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe innenpolitisch immer noch, trotz allem, ein optimistischeres Weltbild. Siehe auch die Umfragen an und ich wünsche mir jetzt wahrlich keine Autokratie in Deutschland, um Gottes Willen. Also die sollen alle weitermachen, sollen ein paar Lektionen lernen und dann geht es aber auch wieder in der Demokratie weiter. Was die Weltsicht betrifft, ist mein Bild im Moment entsetzlich, also trostlos und ich muss wirklich mich zusammenreißen, nicht ab und zu mal so hören, verstärkt sicherlich durch solche Bilder, aber was China betrifft, das ist ja auch nicht nur ökonomische Macht, die da angestrebt wird, was Iran betrifft und dessen wirklich übles, frauenfeindlich hoch 100 das Treiben und diese Verbrechen, die an den eigenen Frauen begehen und dann aber auch noch andere, also mit den gleichzeitig hast du die Entwicklung von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Saudi-Arabien zum Beispiel, die sich eine ganz andere Seite wieder öffnen. Das ist richtig, die sich gesagt haben. Es ist so viel in Bewegung und das ist, für mich ist es so, dass ich in erster Linie an meine Kinder denke und deren Kinder. Das ist das, was mich eigentlich bewegt. Ja. Weil mein Leben, ich hatte die beste Zeit Deutschlands überhaupt, es wird auch keine bessere mehr geben, ist mir egal. Aber ich würde gerne denen auch was hinterlassen und deswegen ist meine Hauptüberlegung, und das teile ich gerade mit, ich bin in ganz, ganz vielen Zirkeln, wo das alles ein Riesenthema ist. Wo gehen wir hin? Weil ich sehe, im Gegensatz zu dir, sehe ich hier so viel Bedrohung, ich habe Leute in meinem Umfeld, die sagen, weißt du, meine Urgroßeltern sind aus Deutschland nicht weggegangen, weil die haben auch gesagt, ich sehe keine Bedrohung. Die haben das bereut hinterher. Und ich sehe es, das ist noch ein Schritt zu weit für mich, aber ich sehe so viele Zeichen, ich sehe so viel Dummheit, so viel Ignoranz, so viel Versagen, so viel Demokratiefeindlichkeit und zwar gar nicht von rechts, sondern aber wenn du, weißt du, wenn du anfängst, das Grundgesetz auszuhöhen, wenn du anfängst, Rahmenbedingungen zu schaffen, ich sehe das alles für mich. Ist ja toll, dass du unterschiedlich, du beruhigst mich. Also extremst sogar, weil diese Sorgen, meine Sorge geht eher dahin, wenn Dinge, die eigentlich dringend notwendig sind, und ich glaube, wir haben sogar eine gemeinsame Perspektive am Ende sowieso, wenn Dinge, die dringend notwendig sind, leider durch zum Teil auch Verblendung, zum Teil durch amateurhaftes Handeln, zum Teil auch durch Fahrlässigkeit, Schlumpfigkeit, was auch immer, alles zusammen, wenn das dann versemmelt wird und im Klartext, ich fürchte, durch eine Hilflosigkeit, auf die ich keine Antwort habe. Diese Appelle, na Faeser, das ist ja nur, sie macht jetzt die starke Frau, zum Glück meine Frau, aber das ist ja Hilflosigkeit, die sich äußert und nicht jetzt, die Sturmtruppen warten jetzt und so weiter. Führt, ja, aber macht welche mir Angst. Ja, aber die, also da ist. Der Chef, der zittert, macht mir Angst. Naja, gut, okay, also das ist, zum Glück ist ja nicht unsere Chefin, Gott sei Dank, Frau Faeser. Aber sie ist eine von denen aus dem Führungsgremium, was macht mir Angst? Also mir macht dann eher Angst, amateurhaftes Handeln und zum Teil oder auch gar nicht handeln, was wir in unserem Kanzler ja häufig sehen können. Und wo ist, achso, wir wollen noch ZDF. Ein Satz muss noch gesagt werden. Ja. Wir hatten ja auch immer die Diskussion darüber, wie unkritisch doch oder gar regierungsnah vielleicht vom Comment her, von der Sentimentalität her, die öffentlich-rechtlichen sind. Also ich habe jetzt nicht gezielt geguckt, sondern habe einfach zufällig, so wie ich das so als allgemein interessierter Bürger mache, wie sie
die Regierung und auch Herr Scholz vom ZDF jetzt letzten Samstag wieder mal rübergekriegt haben. Ja. Ich habe gesagt, ja doch, das muss ich doch einfach mal Boris erzählen. Ja. Jetzt, wo ist meine Kamera? Wo ist meine Kamera? Liebes ZDF, erstens mal, wir wollen euch wirklich beglückwünschen dazu, dass ihr vernünftig berichtet, gut recherchiert und keine Angst habt davor, etwas gegen die Bundesregierung zu sagen. Zweitens, ich finde es toll, dass ihr unsere Sendung guckt und das zum Anlass nehmt, um Jo Gröbel seinen größten Wunsch zu erfüllen, nämlich, dass es endlich passiert, dass man auch sieht, dass die Medien neutral sind. Ja. Ich war wirklich stolz auf euch und ich muss sagen, und das meine ich jetzt ganz ernst, dass dieser Bericht und auch das, was danach passiert ist, auch das wieder für mich ein Zeichen, ne, für dich nicht, für mich aber ein Zeichen, die Empörung mit dem, dass die ernsthaft empört sind, dass ein Medium sich kritisch äußert, das finde ich total irre. Ach so, also ich habe das ist, weißt du, ist, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja. Ich habe Angst vor Kindern aller Macht. Genau. Und ich habe die Hoffnung, und das wäre jetzt auch der Aufruf, dass wir genau für dieses nicht von vornherein ideologisch Verblendete, von welcher Seite auch immer, wirklich sehr offensiv, und zwar nicht in den Worten Faesers, für eine Demokratie, die an und für sich eine super Basis bei uns hat und eine der besten weltweit. Das meine ich, ohne sie zu exportieren. Aber dass wir dafür eintreten sollten mit starken Worten und ohne Denkverbote. Genau. Verstanden? Und diskutiert. Das war eine der spannendsten Sendungen, die wir je gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch einen frohen Tag und in Wirklichkeit sind wir Freunde. Nein.